Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es den Potenzialtest oder das Potenzialexperiment mit Marquinhos, Leute. Wir schauen heute, was Marquinhos für ein Rating im Jahr 2022 hat. Ihr könnt wie immer jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was Marquinhos am Ende, beziehungsweise nicht am Ende, am Höhepunkt seiner Karriere für ein Rating haben wird, ja? Wir schauen mal, was da noch so gehen wird bei Marquinhos. Der ist noch lange nicht Ende. Da wird noch einiges gehen, Leute. Da wird noch einiges gehen, das sage ich euch. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was das höchste Rating von Marquinhos sein wird. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welcher Spieler beim nächsten Mal drankommen soll, ja? Zu welchem Spieler sollen wir das Ganze noch machen? Hier so eine Rating-Prognose, ja? Schreibt es gerne rein. Und falls ihr nicht abonniert habt, Leute, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Macht ihr 1 Milliarde Likes, da ihr wisst Bescheid. Mindestens. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, schreibt, wie gesagt, gerne in den Kommentaren, welcher Spieler beim nächsten Mal dran soll. Checkt noch den Shop aus. Ja, nice Design. Schwarz-weiß als T-Shirt, Pullover gibt es in Rot, gibt es in Grün, gibt es in Blau, in den 4 Farben. Checkt es gerne mal aus. Ne? So sieht es aus hier. Das Design. Ganz, ganz viele weitere Designs. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe haben wir noch am Start. Ne? Handyhüllen. Auch am Start, Leute. Orange, Blau, Rot, Grün. Und hier. Gratis Autogrammkarte. Gibt es auch noch zur Bestellung dazu. Also, checkt es gerne aus. Wer Lust hat. Ja, nice, Digga. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, Leute. Ich bedanke mich bei euch für euren Support. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, ihr Schlawiner, ne? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Haut rein und Tschaußen. Marquinhos wird auch sehr, sehr geil. Hat auch dieses Jahr wahrscheinlich sein bestes Potenzial aller Zeiten. 90er Potenzial. Habe ich noch nie bei Marquinhos gesehen, dass er jemals so ein hohes Potenzial hatte. 76 Tempo. Der könnte auch noch sehr, sehr schnell hier werden. Oder ist er schon sehr, sehr schnell? Boah, 89 Sprungkraft. Krass. Also auf 90, denke ich, wird Marquinhos safe gehen. Ist die Frage, ob er dann aus Pakt höher zukommt. Das ist die einzige Frage, ja. Also 90 wird, denke ich, mal kein Ding bei Marquinhos. Die Frage ist nur, kommt er höher als 90? Schafft er vielleicht 91, vielleicht sogar 92? Ist jetzt 25, hat vom Dinger noch 5 Jahre. Wenn er jedes Jahr einen Punkt macht, ist er auf 91. Also eine 91 könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen bei Marquinhos. Ich glaube, mehr wird schwer. Ja, mehr wird sehr, sehr schwer. Aber eine 91 ist drin, Leute. Ah ja, eine 91 kriegen wir hin, Leute. Eine 91, wir müssen den pushen, Alter. Eine 91 kriegen wir auf Marquinhos. Ne, andersrum. Marquinhos kriegen wir auf 91. So, bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher, Alter. Der packt Marquinhos! 88er Rating, Digga. 2 Punkte hochgegangen. Saftig. Ich sag ja, Marquinhos ist dieses Jahr krass. Der kommt also safe auf 90. Ich bin gespannt, Alter. Obwohl, guck mal, der hat jetzt schon 88, Leute. 4, 5 Jahre hat er noch Zeit. Wenn er jetzt in der Zeit noch so... Ja, boah, 4 Punkte ist aber zu viel, ey. Boah, er wird auf 92, Alter. Aber auf ein, ich glaube, der kann auf 91 kommen, Leute. 91 packt der, glaube ich. 2 Jahre Vertrag, 57 Millionen Marktwert, 88,5 Ausstieg. 4 Jahre ohne Ausstiegsklausel ist besser. Machen wir das Ganze doch so. Nice Sache. Jetzt schauen wir uns nochmal hier die Tempowerte an. Tempo 77, Sprintgeschwindigkeit. Naja. Sprungkraft 92 ist natürlich saftig. Und die anderen Werte sind auch nicht schlecht. Hat er sonst noch irgendwie keinen einzigen 90er Wert? Das ist ja eine Frechheit, Digga. Ah, doch, da. Grätschen 91. Okay, saftig, ja, das war's. Ah, ne, Dings. Klar, Sprungkraft auch. Ja, gut, aber wie gesagt, Marquinhos, interessanter Spieler dieses Jahr. So krank war er noch nie. Deswegen, Alter, ich lasse mich überraschen, Leute. Ich lasse mich überraschen, was da noch geht. 90 ist mindestens. Minimum. Ich glaube, es geht sogar eine 91. Wenn es richtig gut läuft, könnte auch eine 92 möglich sein. Wenn er jetzt genauso weitermacht wie gerade, jedes Jahr jetzt hier am Anfang 2 Punkte macht, kommt der easy auf 92, Leute. Also Marquinhos, das wird noch interessant, Alter. Ich verspreche euch, Marquinhos wird noch ein sehr, sehr interessanter Spieler werden, was Upgrades angeht, Leute. Das verspreche ich euch schon mal. Okay, Marquinhos, 89. 1 Punkt hochgegangen, 27 jetzt mittlerweile. Gut, wird vielleicht doch kritisch. Auf 91 zu kommen, wird schon kritisch. 92 wird, glaube ich, unmöglich. Wie viel Tempo? 82 Sprintgeschwindigkeit. Hat halt keinen guten Antritt, wenn man ehrlich ist. Ja, sonst die restlichen Werte. Boah, Digga, 94 Sprungkraft, ey. Der ist auch nicht so groß. Das ist, glaube ich, 1,83 oder so. Das ist nicht schlecht. Und Grätsche 91 ist auch krass. 92er Pluswerte, aber... Ja, ich glaube, bei 90... Obwohl, wenn er jetzt nächstes Jahr auf 90 ist, hat er noch 2 Jahre Zeit, dann kann er auf 92 noch kommen, weil dann ist er gepusht, dann ist er motiviert.
Aber selbst wenn der nächste auf 90 ist, glaube ich eher, dass er auf 91 maximal kommt. Wir versuchen mal zu verlängern. Ihr habt 4 Jahre plus 183 Millionen Ausstiegsklausel. Digga, wer zahlt die denn? Aber vom Ding hat er noch 3-4 Jahre Zeit, Digga. Ja, wenn er jetzt in 4 Jahren, sagen wir mal, 2 Punkte macht, was möglich ist, Digga, hat er eine 91. Mit einer 91 wäre ich zufrieden bei Marquinhos. Ich glaube, mehr als 91 nicht möglich. Aber wie gesagt, bei Innenverteidigern ist es ganz komisch. Manchmal geht ein Innenverteidiger auch selbst mit 27, 28, 29 auf einmal 3 Punkte pro Saison hoch. Das Gefühl aber nur bei Innenverteidigern möglich. Ich weiß nicht, die sind irgendwie dieses Jahr sind die Innenverteidiger irgendwie eh overpowered, was Potenzial angeht. Alter, Innenverteidiger sind komplett krank dieses Jahr. Ich schwöre es euch, das ist nicht normal, ey. Aber wer weiß. Marquinhos, 91. Läuft, Digga. Letztes Jahr 89 gehabt, 2 Punkte plus gemacht, Digga. Digga. Jetzt ist vielleicht doch sogar noch eine 93 drin, Leute, ne? Weil Innenverteidiger, wisst ihr, Innenverteidiger eskalieren auf einmal so immer aus dem Nichts, ja? Wie gesagt, einmal Innenverteidiger ist 31, oder beziehungsweise war 30 in dem Jahr, wo er 31 geworden ist, hat sich 3 Punkte verbessert. Deswegen, das ist immer das beste Alter. Ab 30 fängt es bei den Innenverteidigern erst richtig an. Warten wir ab, bis Marquinhos 30 ist, da geht er nochmal 3 Punkte hoch. Das heißt, wenn jetzt bis 29 noch ein Punkt hochgeht, oder bis 30, auf 92, dann geht er nochmal von 30 3 hoch, ist auf 95, Digga. Nee, aber ohne Scheiß, auf 92 könnte er easy kommen, 93 wird schwer, 92 sollte eigentlich machbar sein, weil 2-3 Jahre hat er noch, müsste. 84 Sprintgeschwindigkeit, ja, der Antritt geht irgendwie gar nicht hoch, ne, ist immer gleich, ey. Aggressivität auch 91, Alter. 97 Sprungkraft, ey, kann auf 99 Sprungkraft kommen, krass. Defending hat der 90, Ballkontrolle 87, der ist Innenverteidiger, WTF. Langer Pass auch 88, Digga, Grätsche 93, kranke Werte, Alter. Heading, Kopfball 88, schon saftig. Wie lange hat er noch Vertrag? 3 Jahre, 81 Millionen, 183 Millionen Ausstiegsklausel, versuchen wir mal zu verlängern. Ja, 3 Jahre, aber ohne Ausstiegsklausel, machen wir erstmal weg. Man weiß ja nie, ob irgendein verrückter Verein herkommt, die auf einmal zieht, 183 Millionen, sehr unrealistisch, aber man weiß nie. Also Leute, Marquinhos im Jahr 2022, ich bin mir sicher, da geht noch einiges, Leute. Ich bin mir sehr, sehr sicher, ja. Wenn man das mal irgendwie vergleicht, so mit, was weiß ich, der wird wahrscheinlich nicht so in Bereiche von 95, 96 kommen oder so. Aber Leute, ich glaube durchaus, der kann auch so 3 Punkte machen, also 93 ist drin, 94, wenn es richtig krass läuft, ist auch eventuell noch drin, weil der auch Innenverteidiger ist, Leute. Innenverteidiger dieses Jahr in FIFA im Karrieremodus komplett overpowered, verbessern sich unnormal, Digga. Innenverteidiger verbessern sich 10-mal krasser als alle anderen Spieler eigentlich und teilweise sogar noch länger. Das heißt, der kann als Innenverteidiger sich sogar noch bis 31 nach oben entwickeln. Meistens die offensiven Spieler ja ab 30 geht es wieder runter. Bei den Innenverteidigern geht es sogar meistens noch bis 31, teilweise 32 sogar noch nach oben und dann erst wieder runter. Deswegen, Alter, bei Marquinhos, ich bin gespannt. Wir werden die ganzen Jahre natürlich Marquinhos im Auge behalten jetzt noch in den nächsten Jahren. Wir schauen mal, Leute. Ich würde es feiern, Alter. 94 wäre Baba. Aber Marquinhos müsste jetzt mal irgendwie so in einem Jahr dann auch mal so 3 Punkte machen oder so. Aber das ist möglich, Leute. Vor allem bei Innenverteidigern. Auch in diesem 90er-Bereich ist bei Innenverteidigern ganz locker noch möglich, auch mal ganz verrückt, Digga. Ganz, ganz verrückt, in einem Jahr so 3 Punkte zu machen, ja. Das habe ich schon das ein oder andere Mal erlebt. Deswegen, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, Leute, dass Marquinhos nächstes Jahr vielleicht schon so eine, ja, 92 bis 94 haben wird. Mal sehen. Ja, Leute, mal schauen, was bei Marquinhos noch gehen wird. Wie gesagt, kranker Spieler. Ich finde auch in echt, Marquinhos ist ein heftiger Spieler in echt. Ich finde das nur bei, ja, muss ich sagen, bei PSG mal ein bisschen underrated. War natürlich auch lange Zeit, stand er im Schatten von Thiago Silva. Jetzt spielt er natürlich eigentlich seit 2-3 Jahren eigentlich immer. Wer war denn davor noch? Davor hat ja Marquinhos sogar Rechtsverteidiger gespielt, ganz zu Beginn. Der ist ja mittlerweile schon seit 5, 6, 7 Jahren bei PSG. Ich weiß gar nicht, wo der vorher war, Alter. Ich weiß gar nicht, Alter. War der aus der, nee, der war nicht aus der eigenen Jugend, ne? Wenn einer weiß, wo Marquinhos vorher war, schreibt mal rein. Auf jeden Fall war Thiago Silva, mit wem war Thiago Silva immer in der Innenverteidigung, Alter? Thiago Silva und wer noch, Alter? Weil da war Marquinhos ganz zu Beginn noch Rechtsverteidiger. Ich weiß nicht mehr. Wen hatten die noch damals, ey? Ah, David Luiz, ne? War genau. David Luiz, Alter. David Luiz, Thiago Silva und rechts waren in Marquinhos, Digga. Volle brasilianische Verteidigung, ey, ohne Scheiß. Aber gut, PSG, die wisst es, die haben schon immer viele Brasilianer am Start gehabt. Naja, deswegen mal sehen, was noch so passieren wird. Jetzt seit 2-3 Jahren ist er wieder absoluter Stammspieler. Seitdem David Luiz eigentlich weggegangen ist, ist er halt wieder Stammspieler auf der Innenverteidigerposition. Innenverteidiger ist er dann doch, würde ich sagen, ein Tick besser als Rechtsverteidiger. Ist halt offensiv nicht so stark, ne? Der ist defensiv stärker, aber mittlerweile muss man halt auch wirklich sagen, ist er eigentlich besser als Thiago Silva. Das muss man auch mal dazu sagen. Obwohl Thiago Silva immer noch besser rated ist eigentlich in den letzten Jahren. Immer gewesen. Ja, Thiago Silva zerrt noch von den guten Zeiten damals, Alter. Wo er noch im Team of the Year war, Leute, Alter. Das waren noch Zeiten. Ich glaube, der war 2 oder 3 Jahre in Folge sogar im Team of the Year. Der war zwar krass damals, habe ich aber nie so wirklich verstanden, dass er im Team of the Year war.
Na gut, so ist es halt, Leute, ne? Was soll's? Mal schauen, was bei Marquinhos noch so klappen wird. Das war's, Leute, also mit Marquinhos und seiner Rating-Prognose, ja? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ihr könnt gerne jetzt in die Kommentare schreiben, mit welchem Spieler ihr das Ganze beim nächsten Mal sehen wollt. Es gibt noch sehr, sehr viele Spieler, mit denen wir das Ganze machen können. Wir schauen mal, wen wir da als nächstes dran nehmen werden, ja? Mal sehen, mal sehen. Marquinhos, wie gesagt, momentan auf einer 91. Ich glaube, dass da noch eine 93 drin ist. Vielleicht, wenn es richtig krass läuft, eine 94. Ich glaube, mehr wird schwer bei Marquinhos. Aber das könnte durchaus drin sein. Deswegen wird es sehr, sehr nice werden. Lasst wie immer gerne ein Like da, lasst wie immer gerne ein Abo da, ja? Falls ihr nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, Tisch einschalten und mindestens 1 Milliarde Likes voll machen, wisst ihr. Schreibt auch noch rein, ist auch wichtig, Leute. Schreibt jetzt in die Kommentare, welcher Spieler beim nächsten Mal drankommen soll. Ja, es gibt noch viele Spieler. Ich habe sehr, sehr viel Bock, noch das mit vielen weiteren Spielern zu machen. Ich hoffe, ihr ebenfalls, Leute. Wäre auf jeden Fall fresh, würde ich sagen. Ja, wäre sehr, sehr fresh. Und dann schauen wir mal, wer als nächstes drankommen wird. Ne? Ich bin gespannt, Digga. Werden wir sehen, Leute. Ganz entspannte Sache. Und dann würde ich sagen, checkt noch gerne zum Schluss den Shop aus von mir. Ja, nice Design, schwarz-weiß, als T-Shirts, Pullover. Gibt's in Rot, gibt's in Grün, gibt's in Blau, gibt's in Orange. In allen 4 Farben. Checkt's gerne aus, ja. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice. LED-Lampe auch noch am Start, Leute. Ne? Handyhüllen haben wir auch noch am Start, Leute. Orange, Blau, Rot und Grün. In den 4 Farben gerne, gerne abchecken, Leute. Gratis. Autogrammkarte gibt's auch noch zur Bestellung dazu. Könnt ihr also auch gerne abchecken, ja. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr fresh. Ich bedanke mich da bei euch, Leute. Und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wäre nice. Und wie gesagt, nicht vergessen, in die Kommentare schreiben, wer beim nächsten Mal drankommen soll. Ja, welcher Spieler soll beim nächsten Mal hier drankommen in dieser Serie? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr wisst es. Ich hoffe, ihr wünscht euch irgendjemanden. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Haut rein und ciao.